Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute haben wir eine aufregende Neuigkeit für euch, die die Herzen von Anna Maria Verschischi und Bushido höher schlagen lässt. In den vergangenen Jahren haben Anna Maria Verschischi und Bushido einen harten Kampf ausgefochten. Es ging um Geld, ihre Familie und ihre Sicherheit. Doch heute können wir endlich verkünden, dass dieser Kampf gewonnen wurde. Nach einem langen und nervenaufreibenden Rechtsstreit haben Bushido und seine Ehefrau Anna Maria endlich einen Grund zum Feiern gefunden. Das Urteil ist gefallen und es sieht gut aus für das Powerpaar. Laut Bild hat Bushido einen beeindruckenden Sieg vor Gericht gegen seinen ehemaligen Geschäftspartner Arafat Abushaka errungen. Das Urteil besagt, dass obwohl Arafat nie als Manager von Bushido tätig war, die beiden im Jahr 2007 einen sogenannten Managementvertrag abgeschlossen haben. Aber hier ist der Clou: Arafat hat nie die vergütungsfähigen Managerleistungen erbracht, die im Vertrag vereinbart waren. Stattdessen hat er sich teilweise bis zu 50% der Einnahmen von Bushido angeeignet oder ihm dreiste Rechnungen gestellt. Im Jahr 2018 kam es dann zum Zerwürfnis, als Bushido fast eine halbe Million Euro an Arafat zahlen sollte, Einnahmen aus der Produktion des Albums Prince of Belvedere von Rapper K1. Doch anstatt das Geld zu erhalten, erhielt Arafat die Kündigung des Vertrags. Es folgte eine bittere Auseinandersetzung, aber heute können wir euch mit Freude mitteilen, dass das endgültige Urteil des Gerichts gefallen ist. Der Vertrag ist ungültig, da Arafat Abushaka nie der Manager von Bushido war. Er muss nun die Zahlungen an Bushido zurückerstatten, stolze 2.045.459,13 € inklusive Zinsen, wie Bild berichtet. Das ist eine großartige Nachricht für Anna Maria Verschischi und Bushido. Endlich haben sie diesen langen und mühsamen Kampf gewonnen. Wir freuen uns mit ihnen und sind gespannt auf ihre zukünftigen Pläne. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.